Und da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Wir haben gerade gesehen, einen defekten Verkaufsautomat. Das ist super. Wie ein Big Daddy den guten Mann hier etwas zugerichtet hat. Zum Glück sieht man es nicht, wie er den riesengroßen runden Bohrer in den Körper gerammt hat. Seien wir froh drüber. Sander Cohens Happy Chappy. No showing. Mal wieder eine Vita-Chamber. Wir gehen natürlich einmal reingucken. Der gute Mann hat nämlich noch etwas dabei für uns. Das hier war wohl mal eine Art Theater. Nämlich das Footlight-Theater, um genau zu sein. Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Nö, da ist aber auch nichts. Hier haben wir so ein Vita-Chamber. Voilà. Jetzt habe ich rechts geklickt. Ja, Kuchen können wir uns mal gönnen. Kleines bisschen HP zurück. Das nennst du Ländenstück? Jasmine Jolene. Wenn du das in einem seriösen New Yorker Hotel servierst, wirst du zum Gesch... Mach es sauber! Ich vergesse immer vor dem Rechtsklick auch mal einmal Linksklick zu machen, damit die Plasmide auch wirken. So, einmal ganz kurz gut hinsetzen, meine Sniper-Position hier. Affordable Endings, Bestattungsunternehmen. Den nehmen wir natürlich gerne mit, der hat nichts. Ich wollte nicht. Ach komm, ich habe ja wohl getroffen. Das war ja wohl ein Headshot. Mindestens. Waren eigentlich sogar zwei. Hm, das ist wieder ein, den ich grillen kann. Das kann gar nicht. Doch, ich kann crouchen. So schön mit Bobbleheads. Wobble-Bobbleheads Effekt. Das haben wir schon gesehen. Na, hier Plasmide, ne? Der heiße Scheiß. Das Spiel ist für Erwachsene. Man merkt es an mehreren Stellen. Das ist schon praktisch. Einmal ganz kurz, damit er sich die nächste Spritze gibt. Das klingt ziemlich falsch. C ist crouchen. Ah, da muss ich mich dran gewöhnen. Ein bisschen Geld. Oh. Leiche eines Big Daddy. Was ist denn da passiert? Und hopp. So, da sollen wir lang. Dann gehen wir natürlich einmal genau da lang nicht. Ich mag diese Atmosphäre. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, aber frag mich jetzt nicht, wie alt. Wir lassen Schuhe glänzen. Aber ich mag es nach wie vor. Es ist, wie gesagt, die Remastered. In der letzten Folge schon erwähnt. Funktioniert. Einwandfrei. So, die beiden Badezimmer wurden zusammengelegt, weil warum nicht? Na, sonst haben wir hier auch nichts. Also sollen wir einmal die Klospülung betätigen können. Ein Verbandskasten nehmen wir natürlich gerne mit. Na dann. Gucken wir uns hier noch einmal kurz um. Da ist, glaube ich, noch eine Lagerkiste. Ja. Mit nichts drin. Oh, da habe ich zweimal Whisky getrunken. Ich bin besoffen. Okay, hat sich erledigt. Er ist guter Trinker. Ja, er weiß, was er tut. Sicherheitsalarm ausgelöst. Das nicht. Flammenwerferbot. Schön. Du hast mein Mrs. Ryan. Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat Lämpchen abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Ich muss looten. Erst dann gehe ich irgendwo hin.
Mutti, Wuti, alles meins. So, das ist nicht das, wo ich hin soll. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Unmengen Gegner kommen. Geh mal ein Stück. Hoffe, die haben. Medical Pavilion. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche, die Verriegelung von hier aus zu knacken. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB? CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidaniel. Was immer dir lieber ist. Oh oh? Also Atlas, du kannst dich beeilen, ne? Geschafft! Mach, dass du da rauskommst! Schnell jetzt! Das war knapp. Das hätte böse enden können. Natürlich hätten wir sie wegrasiert, keine Frage. Aber, ne? Man muss ja mal nicht alles mitnehmen, was man kriegen kann. So, da sind wir rausgekommen. Und da müssen wir hin. Auch wenn es vielleicht stört, ich würde einmal ganz kurz ein Speichern einfügen. Und leider kann ich nicht schnell Speichern machen, weil ich erfahren musste, also bitter lernen musste, sagen wir so. Schnell Speichern ist nur ein temporärer Speicher. Und wenn das Spiel abstürzt, dann wird das nicht übernommen. Ich habe nämlich einmal schon diesen kompletten Progress bis eben zu genau dieser Tür schon mal machen dürfen. Im ersten Durchgang quasi zweimal. Weil Schnellspeichern nicht zählt, wenn man rausfliegt. So, warum hatte ich eben... Hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such ein bisschen Schiss. Mach schon. Ja. Natürlich fleißig dabei, gar keine Frage. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Das ist auch alles ganz widerlich. So, im Verkaufsautomat. Willkommen im Zirkus der Werte. Hier können wir unser Geld gegen Zeug tauschen. Aber wir können 9 Verbandskästen tragen und 9 Eve spritzen. Das ist gut. 16 von 48 Pistolenkugeln. Ich würde aber mal gerade im Moment nichts machen wollen. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Ach, kann ich nicht. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Also die gute Diane, die wir gerade kennengelernt haben durch die Nachricht davor, hat sich an der Schönheits-OP unterzogen, weil sie scheinbar durch irgendwas irgendwie verletzt wurde. Vitastat, unschlagbare Qualität. Leider alles auf Englisch, also bis auf die kleinen Untertitel kann ich euch nichts geben. Fontaine Zukunftsprodukte. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Englisch versteht und deshalb auch ein bisschen hier mitkommt, aber ich glaube, im Grunde ist das nicht wichtig. Steinman, Simple Surgery for a Complex World. Auch wenn die Werbung hier zum Beispiel auch ziemlich geil gemacht ist, muss man schon sagen. Die haben sich Mühe gegeben. So, hacken! Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Das machen wir doch gern. Platten aufdecken. Finde Rohrsegmente, indem du verborgene Platten aufdeckst. Nimm Rohre auf und ersetze sie, um Verbindungen herzustellen. Bilde eine Kette zum Ausgangsrohr. Leite die metallische Flüssigkeit... Oh, da fehlen die Üs. Was schön.
zum Ausgangsrohr. Der neue Stromkreis sorgt für den gewünschten Effekt. Ja dann. Wir wollen da unten hin. Und dann machen wir das so. Haben wir einen? Da haben wir einen. Ja, easy. Hacken erfolgreich. Ja, der macht mir keine Sorgen. Der gute Kerl. Sicherheitsbot Ausstellung anscheinend. Security Inventory. Du kannst dich doch ruhig gerne selber wegballern. No Security Bomb! Er hat noch keine Lust. Oh. Hör auf, dich da festzupacken. Security Bot. Tja, ich gönne mir einfach mal. Huch! Verbandskasten wollte ich eigentlich sagen. Das war die Karte. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Oh 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 oh. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Das Diamond klingt schon mal so praktisch. So, ein paar Pistolkugeln nehmen wir noch mit. Der Dame gucken wir auch mal kurz in den Rock. Und hier haben wir ein Knöpfchen. Knöpfchen sind immer nicht so gut. Aber wir drücken natürlich gerne Knöpfchen. Sicherheitsalarm ausgelöst. Ja. Ja, das ist super. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Wer hat hier... Mein. Ach komm, der war aber eigentlich getroffen. Und hör auf, mir den Rücken zu schießen, du Ding. Eine neue Waffe. Ein Maschinengewehr. Nice. Wir looten erstmal, bevor es hier gleich losgeht. Den Raum kennen wir ja hier. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie. Tja, da kommen sie. Da sagst du was. Au, au, au. Au, au. Hui, da geht dir der Hut hoch. Das ist mein kleiner Freund. Hilf mal mit hier. Ich muss kurz looten. Au. Kannst du mir mal. Wir sind Synchronsprecherin. Du irgendwo stehst, du Genuss. Da können wir nicht weiter, wir müssen wieder zurück. Mari, warte kurz. Bon. Ein bisschen sehr low gewesen. Und der steckt im Fußboden. Das ist auch gut. Nicht.
Manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur etwas trübselig zumute, Mary. Das ist der Plasmid-Blues. Ach ja, die Mary. Du musst dich ein bisschen zurückhalten und eben dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Das finde ich immer witzig. Hier kommen immer Gespräche von zwei Herrschaften vor. Der netten Mary, ihrem Kollegen. Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Er sagt immer nur Mary, Mary, Mary. Weil die Mary, die ist irgendwie... Natürlich hier die Ingame-Mary, ne? Hier die Stimmen-Mary. Nicht ich und nicht die Stimme hier. Das bin ich. Das ist gut. Die ist ein bisschen doof, glaube ich, manchmal. Aber sie ist sehr begeistert bei dem, was sie tut. So, Handtäschelchen ist auch nichts drin. Eine defekte Station, die kann man nicht nutzen. Tja, dann sollen wir wohl dem... Sie haben mir Schönheit versprochen! Steinman! Ich sollte wunderschön werden! Wenden mich ab! Irgendwas sagt mir, die Dame ist nicht begeistert. Eine Leiche, ach da! Ist auch wieder Stein. Ding Dong. Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Above all, do no harm. Steinman. Jay Steinman. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Das klingt alles so semi-optimal, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Verrückt, dann machen wir das doch. Nein! Um die richtige Taste drücken. Ja, dann nicht meinen. Alter, wegen du. So, den hacken wir uns nämlich gleich. Müssen wir uns beeilen, wir müssen da oben hin. Und wie man jetzt schon sieht, die Zeit läuft weiter. Wo das Zeug einmal reingelaufen ist, kriegen wir es nicht mehr raus. Daher müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, schwupp, haben wir noch einen Wupp? Ja, da haben wir einen Wupp. Und das sieht gut aus. Ah, komm ich nicht drüber. Hey! Ah, Jungs, ihr macht das kurz, ne? Wenn ich meine Muni für alles verschwende. Kann man schon mal Hilfe haben, ne? Eine ordentliche Kraft Prügel verpassen. Keine Respektlosigkeit. Ja, mein Aim ist on point. Da kommen wir nicht ran, da hinten müssen wir hin. Der Kollege brennt schon. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entfernten Vergnügen missbrauchen kann. Ich versuche immer, wenn so ein Tonband läuft, so ein bisschen still zu sein und auch ein bisschen mich zurückzuziehen. Um nicht direkt reinzulaufen, weil die sind relativ schwer zu verstehen, aber super interessant teilweise. Apropos, da ist auch noch einer, den haben wir jetzt übersehen. Beziehungsweise hier waren wir noch nicht in der Ecke. Natürlich nochmal alles mit, was wir hier kriegen können. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt.
Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen noch könnte, mehr davon. Meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Vielleicht das nächste hinterher? Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Die gute Tannenbaum. Wenn wir noch ein, zwei Mal hören. Tja, das... Entschuldigung. Das ist meine Stimme wieder weg. Streamer-Krankheit, das muss so. Das Geschütz brauchen wir nicht mehr hacken, wollte ich eigentlich nur sagen. Das hilft uns nicht mehr so viel. Da hinten geht's noch weiter, aber ich weiß gar nicht. Ah, El Bandito. Hier gibt's, ja, Munition. Zum Kaufen. Würde ich aber auch nochmal sagen, machen wir nicht. Am Anfang ist das Spiel noch recht nett. Das ist ein normaler Verkaufsautomat. Da brauchen wir aber auch noch nichts. Auch 8 und 5. Das passt. Muni holen wir uns mal nicht. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Natürlich, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wir können die Dinge auch hacken. Die sind aber nicht so einfach. Ich versuche es mal kurz zu zeigen. Schwupp, schwupp, schwuppiwupp. Ah, muss ich erst aufdecken. Schwuppiwupp. Der passt. Der so. War noch unten lang, zufälligerweise? Oh oh. So können wir es machen. Jawohl. Jetzt sind nämlich die Preise reduziert. Hätten wir uns merken müssen, was die vorher gekostet haben. Aber glaubt mir, die Preise sind etwas reduziert. Nicht gigantisch, aber ein bisschen. Ich glaube, je besser der Skill ist, desto mehr bringt das dann am Ende auch. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Der Staat, die Armen, das Militär, der König oder Gott. Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit den Worten "Denk nur an dich selbst" begonnen? Diejenigen, die für den König und das Vaterland schreien, sind die schlimmsten Zerstörer. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Ist er fertig? Also wie ihr mitbekommen habt, inzwischen die Geschichte wird vorrangig über die Gespräche am Terminal, also über unser Funkgerät, über Durchsagen wie eben und über diese Tonbänder erzählt. Also man muss, sollte, denke ich mal, schon einigermaßen gut zuhören, weil echt interessante Sachen dabei sind. Also so ist es nicht. Und was ich nochmal zeigen wollte, weshalb ich hier stehen geblieben bin, das ist eine Medi-Station. Da können wir uns quasi heilen und wir können sie auch hacken. Das heißt, wir können einmal sagen, hier, jo geil, für 16 Dollar heil mich mal. Wir können aber auch einen radikaleren Weg nehmen. Ob das mit dem funktioniert, tut es. Das heißt aber, wir können sie nicht mehr benutzen und es fällt nur ein Verbandskasten raus. Ich habe es jetzt einfach mal vorgeführt. Ich finde das ein bisschen zu geizig, da das Geld für auszugeben, normalerweise. So, hier wollen wir noch nicht hin.
Komm her, Botti. Komm. Roboti, Botti, wir wollen, glaube ich, erstmal hier um die Ecke gucken. Hui. Ja. Ja, Kaffee. Kaffee hilft, gibt uns ein bisschen Eve wieder. Dann gönnen wir uns doch erstmal. In liebender Erinnerung. In loving memory of Winston Höffner. Hoffner. So, Kiste mit Granaten. Haben wir dem Nitro-Splicer hier gerade abgezockt. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Ja, jetzt kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Diese blöden Mistviecher. Da wollen wir nicht lange drin stehen. Können wir die hacken? Ja, können wir hacken. Kein Problem. Wo wollen wir hin? Da unten. So, schwupp. Schwipp, schwapp, schwupp. Muss man uns hier ein bisschen mit Kurven helfen, aber kein Problem. So, die Gehackten sind nämlich nicht mehr böse. Wenn uns so ein Ding erwischt, wenn wir zu lange drin sind, das erkennt man auch an der Farbe. Wenn rot, dann böse, wenn grün, dann alles gut. Dann hetzen die uns eine ganze kleine Armee von diesen blöden Sicherheitsrobotern, von denen hier, auf den Hals und die sind verdammt nervig. Wird uns leider oft genug passieren. Dankeschön. Ja, das Spiel ist ein bisschen makaber. Ich bin jetzt gerade nur mal überlegen, ob wir hier eigentlich sogar schon hin müssen. Oh. Warte kurz. Du verfügst über Spezialmunition. Drücke die mittlere Maustat. Und B. Um die Munitionsart zu wechseln. Wähle die richtige Munition für den jeweiligen Gegner. Das sehen wir hier unten übrigens. Diese drei Symbole sind unterschiedliche Munitionstypen für diese Waffe. Und zwischen denen können wir halt hin und her schalten. Ich muss nur gerade überlegen. Ich gucke mal ganz kurz auf die Map, ob wir hier eigentlich sogar schon hin sollten. Es ist zwar einigermaßen... Ja, da hinten soll man nämlich hin. Wir hätten eigentlich da dann lang gehen müssen. Es ist einigermaßen linear. Aber es bietet trotzdem relativ viel Freiheiten. Darum gucken wir jetzt mal ganz kurz. Wir wollen natürlich auch nichts verpassen. Ob wir hier schon hinwollen und dürfen und sollten. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke... Abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Ein Slot haben wir noch. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Das ist einfach so geil gemacht. Tja. Lassen wir nochmal was aus, ne? Ah, das fackelt doch gut. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Leider hat unseren Schraubschraub, glaube ich, gerade erwischt, oder? Ich befürchte ja. Aber wir haben gleich das zweite Plasmid, das Feuerplasmid. Das brauchen wir zwar erst für eine andere Stelle. Wir sollten einfach mal wieder zurückgehen. Komm, wir gehen mal wieder in Richtung Hauptquest. Den hatten wir ja gehackt, das ist gut. Oh, ich hab's übersehen. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Oh, ionischen Schrot. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder.
Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Ah, mit dem Messer Dinge tun ist nicht so. Ich sehe schon. Aber da gehen wir gleich. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Sympathischer Kauz, oder? Ich glaube, ich bin ein kleines Fangirl. Ist zwar noch nicht totgespielt, das Spiel, aber... Für jede Chirurgie. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu... Ich bin noch nicht fertig! Ich bin nicht fertig! Ah, der Sack. Muss einen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Umut, Gott mag keine Brücke, Berger. Das Pleister lässt es krachen wie an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Plasmid in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie ihm wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Ein Telekinese-Plasmid also für diese Stelle? Das ist doch gut zu wissen. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Und hier kommen wir nicht mehr durch. Nähert sie sich niemals einer Little Sister. Kostenlose Plasmide. Bei Dandy Day irgendwas. Mir genug gelesen. Gut, das heißt, wir kommen jetzt hier nicht weiter. Er grunzt da drüben noch rum. Und da wir wieder bei einer knappen halben Stunde sind, würde ich auch sagen... Wir grüßen noch einmal hier kurz rein. Hey! Können wir mal so ein neues Plasmid nutzen? Ich glaube, sie mag es. Oh, mir trifft mich von ihr. Das finde ich aber nicht gut. Sich erledigt. Jo. Ich weiß zufällig, glaube ich, denke ich, meine ich, wo wir jetzt hin müssen. Ich gucke einmal. Ah, das sollen wir später machen. Okay. Wir sollen einmal runter. Und uns da umschauen. Die Waffe nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Gut sieht's aus. Angerüstet. Oh, 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 oh. Und damit sind wir wieder bei einer halben Stunde und ich würde sagen, wir beenden diese Aufnahme für jetzt und vielen Dank fürs dabei sein. Freue mich auf die nächste Session und viel Spaß. Weiterhin. Ciao, ciao.